Ja, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Oh, obligatorische 20 Minuten Countdown mal starten am Smartphone. Und ja, wollen wir mal weiter, würde ich sagen. We are on red alert. We have just lost contact with Fort Crockett. There seems to be a jamming field present in the area, and we haven't been able to contact the naval base. It appears that Fireclaw's raiders were not the only foxes in the henhouse. Colonel Walker has assigned our squadron to re-establish communication with Fort Crockett. I'm leading Alpha Flight to the starbase. Phalanx, Grey Wolf, and Sandman will be my wingmen. We are to proceed directly from the Hermes to Fort Crockett and Nav 1 and rendezvous with their defense forces. Once on station, we will ascertain the situation and report back to the Hermes. Let's get to it. Also Verteidigungsflug der obligatorischen Black Main Basis. Okay. Oh, ich kann tatsächlich nichts auswählen. Ab geht die Post hier. Ja, mir fehlt der dritte Schuss bei der Hellcat. Das gab in den vorigen Teilen immer Wumms. Ja, im Schuss. Mit Ä konnte ich die Distanz einstellen vom Radar. So, und das heißt dann wohl unendlich, gehe ich mal von aus. Also schalte ich das auch so mal ein, wieder. Beziehungsweise stelle das um. Ja, Radarweite, Reichweite unendlich, zeigt er ja sogar an. Spitze. Jo, dann wollen wir mal gucken, weil wahrscheinlich Fireclaw kommt, Raketen möglichst lange aufzubewahren. Und ziehen hier in den Krieg wieder mal. Gucken, ob hier Fireclaw schon da ist. Anscheinend nicht. Ziehen wir hier mal in den Krieg und schauen, dass wir das Ding verteidigen. Hier kommt gleich Fireclaw wieder. Deshalb hebe ich mir die Raketen jetzt erstmal auf. Ich ziele wieder total schlecht, meine ich. Neue Gegner. Keine Darkhead, keine Fireclaw, so meine ich, das ist ja Darkhead hier. Tja. Reiner Verteidigungsflug anscheinend. Das mal und verteidigen. Keine Fireclaw in Sicht, okay.
alles so weit hochgejagt erstmal. Sind. Oh ja. Das wird ja lecker hier. Die müssen wir zuerst weghauen. Torpedotechnisch einfach. Also geben wir mal Gas. Mit dem Nahbrenner. Aber Raketen nach wie vor natürlich aufheben. Packt dann alle weg, ja? Schnappen wir uns doch die nächstgelegene Drathi. Die mir am Arsch klebt anscheinend. Ah, Mann. Habe ich einfach noch keinen Schaden erlitten, wirklich, oder? Fehlt mir da einfach meine Schadensanzeige gerade oben in der Mitte. Hat sich da einfach irgendwas verändert schon wieder? Warum auch immer. Naja. Da sind wieder Pepton am Start. Aber schon zerstört, oder? Nö, da. Erstmal da drauf. Dann kommt mal her, ihr Kätzchen. Ah, jetzt habe ich mal wohl einen richtig abgekriegt hier. Jetzt zeigt er mir den Schaden auch wieder an. Also kommt das anscheinend hin, dass er mir den Schaden auch nur anzeigt, wenn er vorhanden ist. Also mein Schiffzustand, Rumpfzustand. Was ja auch nicht verkehrt ist. Da müssen wir drauf. Bidu. Fliege wahrscheinlich wieder mal wie eine Oma hier.
Na komm schon. Na, wo ist er? Bum, bum. Oh, da noch ein. Bum. Ja, und nun? Kommt da noch eine Fireclaw? Ich würde wetten, hier kommt noch eine Fireclaw. Meine Raketen sind alle da. Excellent work, Major. You can return to base to rearm and refuel. Bravo Wing is only minutes away from your position. All right, Bloodhounds, swarm on my wing. Time for a pit stop. Okay. Also hätte ich die Raketen ruhig doch nutzen können. Sowas. Aber gut. Was soll's. Bin ich vielleicht doch nicht so schlecht geflogen. Das schaffe ohne Raketen, obwohl ich welche zur Verfügung habe. Keine Ahnung. What is it, Felix? Why did you disengage autopilot? I'm getting some strange readings on the edge of my scope on the far side of Fort Crockett, sir. Vielleicht auch nicht verkehrt mit den Raketen. Ach du Scheiße. Muss ich aufpassen. Ich erinnere mich, dass man eventuell trotzdem nicht hin darf und bekämpfen. Sollen wir nämlich nicht. Ja, ich darf nicht. Okay. Vor zurückziehen. We have over 10,000 people on this base. Women and children. Don't die if you don't do something quickly. Major Bonds, this is a direct order. Withdraw your squad. Sofort zurück. Ich darf nicht angreifen. Ich hoffe, das war so richtig, dass ich nicht eingegriffen habe. Weil sonst ist die Mission natürlich im Eimer, wenn wir jetzt doch noch hinten drauf gehen sollen da. Aber ich glaube nicht. Major, Fort Crockett is gone.
Todesziffer vergelten. Oh, früher oder später. Okay. Haben wir die teuren Raketen aufgespart? Das hätte eh keinen Sinn gehabt. Auch nicht schlecht. Hier wohl auch erstmal erledigt. Jo. Bloodhounds, there was nothing we could have done for Fort Crockett. Even if we did take down the missiles, their fighters would have either jumped us or their warships would have closed in for a gun bombardment. Either way, we would have thrown our lives away for nothing. Any way you look at it, we were had. The Raider force we chased out of the system before was only a scout unit, and they diverted our attention long enough for the other Kilrathi task force to make their move. Due to the Kilrathi's commitment of two carriers and the importance of defending Vega, we've sent Torgo HQ a request for reinforcements. If HQ grants our request, we will be able to mount a counterattack. Until then, try to push Fort Crockett out of your minds. Noch viel höhere Verluste, klar, wenn wir den Nachschub kriegen. Ja, ja, Datenbankeinträge. Guthrie habe ich gar nicht gesehen. Daemon. Razor. Ja. Anyway, das kann man sich in einem extra Video vielleicht mal etwas genauer ansehen. Ich glaube, das werden wir mal unter die Lupe nehmen, warum auch nicht. Und ja, bis dahin sage ich bis zur nächsten Folge. Bis dann.